Link, ist schon wieder Schlafenszeit oder wieso bist du wieder hier? Nein, natürlich willst du nur diesen Krog hier nachholen. Der erste scheint, wenn man einmal das Plateau verlässt. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, Leute, wie ihr da vielleicht gesehen habt, ich habe mir mal wieder Mühe gemacht und alle Krogs hier aufgezählt, die es so gibt in diesen Abschnitt des Spiels und ja, genau, die werden wir einfach nach und nach alle kriegen. Jetzt holen wir erstmal den nach, den wir noch vom letzten Part vergessen haben, könnte man sagen. Und dort auf der Fahnenstange vom letzten Part, falls ihr es noch wisst, da war wirklich ein Krog. Surprise, surprise, by the way. Aber jetzt müssen wir erstmal hier den Krog finden. Da waren gerade irgendwelche Monster, okay. Also irgendwelche Bockblins, schätze ich. Und zwar einfach hier runter. Ja, da unten. Hier, das ist auch ein Kroggy. Den wir noch gar nicht erwischt haben. Okay, nice. Jetzt haben wir wirklich das Anfangsplateau auf 100%. Jetzt können wir das wirklich sagen. Stempel löschen und den auch. Leute, es gibt ein paar Krogs, also sind echt mega viele. Am Anfang würde ich die hier nachholen und auf jeden Fall den hier. Aber dafür gehen wir nochmal hier nach oben. Weil ich glaube, wenn wir den fliegen, sind wir definitiv schneller als wenn wir laufen müssten. Ich freue mich wieder mal auf alle Krogs. Weil nachher hinter jedem Krog einfach eine neue Idee steckt. Und ich sehe es jetzt nicht so, oh, Nintendo 900 Krogs, are you serious? So, oh, gar keinen Bock darauf und so. Eigentlich ist es gut gemacht, wenn man da nochmal so die komplette Map genauer anschaut von Breath of the Wild. Zum Beispiel ich sehe es wie ein komplett neues Spiel einfach an. Da es nochmal ein komplett anderes Erlebnis ist, wenn man denn es auf 100% spielt, als wenn man es so wie ich nur auf nur so durchgerusht ist. Als ob dort nichts ist bei diesem Waggon, aber naja. Hallo Slimes. Also wie gesagt, das ist auch ein Thema für heute, das ich besprechen wollte. Ich finde, dass Crocs echt nicht schlimm sind und sogar echt eine gute Idee von Nintendo waren. Warum stehen hier Steine? Also, und es ist absolut nicht schlimm, dass es 900 Stück gibt. Es kommt zwar absolut viel vor, aber nach und nach kriegt man die ja schon. Kein Headshot, schade. Du Arschloch. Ich habe auch einen Stiel diesmal. Aber ich kann, glaube ich, nicht diese Wirbelattacke machen, die die immer machen. Oh, jetzt kommt der Blaue. Der kriegt gerade aufs Maul. Down. Perfekt. Okay. Einen gibt's noch. Wie ich das gesehen habe. Und wir sind noch im aktuellen Gebiet. Okay, die Stäbe sind eigentlich echt voll gut. Okay, nur ein Bockblindhauer ist aber auch in Ordnung. Einhaltfall. Ah, es gibt noch mehr. Muss mich verarschen. Und der checkt auch absolut nichts. Nein, meine Holzpfeile. Oh Mann. Naja. Oh, hi. Also gönnt man sich hier die Chest, ne? Für was den Bockblind beachten? Okay, Jump. Nice. Also wie gesagt, ich check echt nicht, warum man das als Strafe sehen sollte, wenn man diese Crocs da finden muss. Ich weiß nicht, ob es so ein Croc ist. Ich teste es einfach mal aus. Nein. Und es ist mega cool. Also weil wirklich bei meinem ersten Durchspielen habe ich halt mich noch nicht so ausgekannt. Und da ist es auch in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn man jetzt nicht das so krass genau durchspielt, sondern alles so lang, also so
durchrushed, könnte man sagen. Ich bin halt direkt jetzt eigentlich durch die Zwillingsberge nach Kakariko. Ich habe nicht mal die Nebenquests gemacht. Und jetzt machen wir alles genau und sogar alle Crocs. Ich habe auch sogar auf meinem Main-Account alle Crocs, könnte man sagen. Aber ich habe den Bug benutzt. Vielleicht kennen den manche. Als ob hier nichts ist. Achso. Ja, man muss hier halt einfach mit einem Feuerpfeil. Genau. Hello, Croc. Aber diese Brücke werden wir nicht weiter besichtigen, denn die wollen wir mal anders machen. Erstmal kurz den Stempel hier lösen. Und dann geht's weiter. Ich freue mich immer noch und bin immer noch hyped auf dieses Let's Play. Okay. Weil, wie gesagt, diese wunderschöne Welt muss man einfach sich noch einmal genauer anschauen. Nicht einfach nur so durchrushen. Ich meine, es hat es auch verdient. Definitiv. Schau doch allein. Also die Grasanimationen feiere ich. Und dieser Look von diesem Zelda, ich finde es auch in Ordnung, dass es nicht so krass realistisch ist, sondern halt so ein bisschen Comic, könnte man, glaube ich, sagen. Dazu. Ah ja, und da vorne diesen Croc, den müssen wir uns auch noch holen. Aber jetzt weiß ich, wie man diese Bäume anordnen muss, damit man den Croc bekommt. Was ist denn das für ein Croc? Ach so. I know. Hier eine Markierung, go away. Geht sie nicht automatisch weg? Markierung löschen. Ja, und zwar müssen wir hier, das haben wir auch noch nicht gesehen. Ach, by the way. Ich markiere mir das mal, aber ich sag euch nicht, warum. Aber das ist auch was Neues, und zwar hier hinten. Okay, eigentlich ist es noch nichts Neues. Aber irgendwann kommen auch solche Statuen, wo man dann einfach Äpfel reinlegen muss in so Körbe. Keine Ahnung warum, ob die das dann anbeten oder so. I don't actually know. Das da werden wir uns, glaube ich, irgendwann mal genauer anschauen, oder? Ja. Das ist nämlich jetzt schon groß. Und natürlich regnet es schon wieder. Okay, ja, dann gehen wir hier weiter. Wie gesagt, also vielleicht machen wir so eine Runde so nach oben. Und dann so und dann halt davor. Nehme ich mal an. Und ich nehme mir auch wirklich die Zeit diesmal, das alles mir anzuschauen, weil, wie gesagt, Breath of the Wild verdient es einfach. In meinen Augen gibt es kein besseres Spiel. Ach, das fehlt uns auch noch. Nein, falsche Richtung, hier lang. So, und da ein Kruggy, willkommen. Können wir auch schön über diesen Fluss da fliegen. Ich hoffe, wir können da hochlaufen, weil das wäre sonst echt... Sorry, bitter. Ja, es geht. Gut. Und hier regnet es auch nicht mehr. Das ist schön. Ah. Was muss man hier machen? Ah, okay, einfach runterschieben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesehen haben. Und haben wir Glück? Ja, wir haben Glück. Ich habe es aber noch unterbrochen. Aber jetzt, ja. Wow. Und der Schleim springt einfach in uns rein. Juckt ihn gar nicht, dass die Sequenz kommt. Richtig asozial. Also wurde nicht gezählt. Nice. Stempel löschen. Gut, jetzt haben wir hier alle. Dann gehen wir weiter. Und ich weiß noch nicht sogar, also ich traue mich noch nicht. Diesen Sprung auf dem Schild. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Man kann ja, Moment. Man kann ja so schilden und irgendwie dann noch einen Paragleiter. Aber ich denke mal, man muss einfach die Schildtasten drücken und zusätzlich paragliden. Und ich hasse dieses Wetter in diesem Biom. Oh no. Ah, es ist ausgerüstet. Wow. Ich habe gedacht, es ist nichts ausgerüstet.
Ja, bis zu hier, D, da machen wir noch. Und dann gehen wir hier hoch, nehme ich mal an. Aber jetzt können wir es mal machen. Hui. Okay, hat nicht sehr viel gebracht, aber ist in Ordnung. Ist hier noch was? Nein. Sorry, David, das muss auch sein, so die offene Welt einfach so anschauen. Aber das ist auch gut, um so die so Themen zu besprechen. In diesem Let's Play bietet sich das halt, schätze ich mal, besser an als in so einem Jump'n'Run, wo es die ganze Zeit Action gibt, wie bei Mario. Ah ja, diesen Krog holen wir mal ganz schleunigst nach. Upsala. Ich weiß jetzt auch, wie er funktioniert. Wow. Wir haben sogar ein Herz verloren. Wow. Are you fucking serious? Okay. Nehmen wir das da. Wow, wir haben schon echt gute Schilde eigentlich. Ich hab jetzt keinen Bock, immer alle Schleims zu. Oh lol. Down. Octorok-Auge. Diese Zutat gewinnt man von einem Octorok. Man kann perfekt daraus Medizin herstellen. Und zwar, Leute, wir müssen einfach diese Bäume alle gleich aussehen lassen. Das heißt, wir haben es genau falsch gemacht. Und zwar, wir müssen den hier aufnehmen. Den hier. Welchen noch? Okay. Den da nicht, gell? Nein. Gönn mal wieder. Oh, wir kriegen nicht den Pfeil, okay. Und dann noch. Also es ist eigentlich voll simpel, die Crocs. Ich weiß nicht, wie ich darauf nicht gekommen bin. Einfach alle drei im selben Design. Ja, ich habe dich entdeckt. Schon die letztes Mal, aber da war ich zu dumm. Schon 35 Crocs. Okay. Markierung. Und die Crocs gönnen wir uns jetzt noch nicht. Wir machen so eine Runde. Ist, glaube ich, besser. Ja. Schaut, und jetzt kann man, glaube ich, auch fliegen. Ja, so geht das. Okay. Das sind wieder Bockblinds oder. Nein, Eichhörnchen sogar. Wow, und diesen Krog kann man eigentlich, wenn man normal spielt, gar nicht übersehen, schätze ich mal. Also das ist ja mal wieder der einfachste. Einer der einfachsten. Man kann ihn nicht übersehen. Und es ist absolut nicht schwer. Aber ich beschwere mich nicht. Danke für deinen Krogsamen. Dankeschön, wie gesagt. Okay, und jetzt gehen wir hier so eine Runde und dann so irgendwie wieder zurück. Wir werden es einfach sehen. Fängt schon wieder an zu regnen. Nein, gut. Okay, dann können wir jetzt mal. Hey, ich habe eigentlich eine Taste gedrückt, aber naja. Ja, ich sehe, dass du da bist. Oh fuck. Wir sollten aufhören. Oh Gott, ertrinken wir. Nein. Aber Digga, wie viel Damage machen die denn bitte? Beziehungsweise wie oft dürfen die schießen? Wow, unser Inventar wird immer besser. Also immer voller, würde ich sagen. Digga. Ah, Äpfel habe ich genügend. Pisst euch. Achso, habe ich irgendwas mit Ausdauer? Nein. Ach komm, das kann es doch nicht sein. Gehen wir weiter. Und in diesem Baum habe ich immer vermutet, dass da was ist. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Ah, und der Krog da rechts mit diesem Bogen habe ich mir extra markiert. Den können wir jetzt leider noch nicht kriegen. Weil man braucht da etwas Bestimmtes. Aha, hier gibt's Eier. Und zwar, wir können da trotzdem schon mal hingehen. Das ist richtig geil hier. Mal schauen, ob ihr es erkennt. Oder kommt hier überhaupt eine Nachricht? Nein. Ist schön, oder? Man muss hier dann nämlich mit dem Pferd herkommen und dann über diese drei Dinger springen. Ich frage mich, wer kommt darauf? Aber naja. Gut, dann müssen wir diese zwei Crocs, die Gott sei Dank sehr nah nebeneinander liegen,
so irgendwann nachholen. Okay. Jetzt habe ich schon wieder ein Eva. Junge, wie viele gibt es denn von denen? Nee, habe ich echt keinen Bock drauf. Muss ich dir einfach zugeben. Gibt einfach zu viele hier am Anfang. Echt. Ivarok, Digga. Mach halt doch dein Maul. Okay, einfach hier runter. Ich glaube, bis hier schieben kann. So, ja. Wird wohl passen. Die Musik ist schon ganz geil gegen einen Ivarok, aber so ist es echt behindert. Und nebenbei holen wir uns hier diesen Krog hier ab. Mit einem komischen Design, diese spitzen Ohren, den cringe aus, aber... Nö, Ivarok, wie gesagt, ich habe echt keinen Bock auf dich. Und da ist... Ah, okay. Junge, jetzt ist er aber weg. Nein. Ah, da gibt es auch was zum Aufschießen, das heißt, da kommt man wieder rein. Ah, da oben. Oh, das ist scheiße. Der Krog. Hier. Doch dein Maul. Dann machen wir es einfach so. Bewegungssteuerung. Wo ist das? So, warum auch immer das aus war. Wo ist denn Bewegungssteuerung? Neigung, ach so. Oh, wow, wir haben getroffen. War nicht mal erwartet. Naja, werden wir hier treffen? Jawohl. Schneller als ich gedacht habe, aber nehme ich gerne so hin. Krog sammeln. Bye bye. Sehr korrekter Krog. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell da durchkommen. Und jetzt können wir... Nein, hier gibt es eine Truhe. Oh. Ich glaube, wir können wieder in den Berg rein. Aber 50 Rubine nehme ich auch gerne. Übrigens ein Violetta. Brauchen wir irgendwas? Warte mal, was habe ich gerade gedacht, dass wir brauchen? Keine Ahnung, eigentlich nichts. Ah, die Markierungen löschen, das brauchen wir. Weil wir haben hier beide, ja. Gut. Gehen wir als nächstes zum nächsten Krog. Dieser Brücke da. Wo sind die jetzt? Dauert noch. Hallo. Zack. Down. Ich hasse diese Viecher übrigens. Octorok-Ballon. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb. Da kannst du ihn als Ballon benutzen. Macht Sinn. Oh nö. Wow. Ja, nee. Pfeile verschwende ich jetzt nicht mehr. Nein, nein, nein. Oh, da war ein neues Tier. Aber wir haben es übersehen. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, was da ist. Rüstling. Danke für die Eicheln. Sitzt da immer noch dieser krasse Ja, oh mein Gott. Als ob es die hier gibt, das wusste ich gar nicht. Schaut, Leute, wieder was Neues gelernt. Also tut mir jetzt leid für die Tierfreundlichen unter euch, aber... muss sein. Ja, weg. Schau diesen Eulenhasen einfach an. Oh, wow, man sieht ihn nicht. Und jetzt ist er weg. Oh Mann, ich wollte euch zeigen, was man mit ihm machen kann. Aber ich wollte ja natürlich tierfreundlich sein, deswegen habe ich ihn nicht angegriffen. Merkt euch das einfach so. Wenn es euch so besser passt. Hier war der, gell? Nein. Da ist aber Ausdauerschnecke. Schrecke. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit dieser Monsterzutat und kann eine super Medizin gekocht werden. Ich hasse Octoroks. Ernsthaft. Deswegen müssen die alle sterben. Oh mein Gott, ein Hirsch. Ein Hirsch, oh mein Gott. Ich will euch was zeigen. Ja, nice. Als er aber tot ist. Ach komm.
Gefrorenes Edelwild. Durch Käthe Steinhardt gefrorenes Wild. Oh, die sind wieder so dumm und haben überall diese Dinger. Perfekt. Wieder alle außer die blauen down. Ne, es sind sogar rote. Schnell, da ist ein Aufwind. Okay, erstmal den da. Und der ist eh One-Shot, okay. Nice. Ich hab dein... Ah, wir sind schon bei diesem Stall hier. Okay. Aber erstmal müssen wir wieder nach da oben. Das wird wieder sehr mühselig. Moment mal, was gibt's denn da? Warum sind da zwei Blöcke? Im Wasserlauf müssen wir ja übelst lahm. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, warum gibt's denn die? Vielleicht ist es auch einfach, damit man da leichter hochkommt. Ich weiß es nicht. Ich benutze es jetzt einfach dafür. Weil in Krog gibt es hier definitiv nicht. Gut, du kommst bitte oben drauf und dann müsste das passen. Nein, passt nicht, weil hier so ungerader Boden ist, Mann. Digga. So ist, glaube ich, gut. Mal gucken. Bleibst du drauf? Ja. Okay, von hier aus müssten wir es hinkriegen, oder? Bestimmt. Dann wird es mal wieder spannend hier nach oben. Oh. Sehr spannend. Aber wir müssen noch dahin. Schaffen wir das? Ich glaube schon. Wenn nicht, wäre es mal wieder richtig bitter, aber... Ich hoffe einfach mal. Und da gibt es einen Stall. Ich weiß aber nicht, ob wir den schon uns gönnen sollen, weil eigentlich gehört er nicht zu dieser Zone, sag ich mal. Aber einen Shrine haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen und ich habe gedacht, eigentlich in diesem Part gibt es mal wieder einen, aber nein, es gibt wieder keinen. Jetzt können wir einmal jumpen. Oh mein Gott, war das knapp. Bombenpfeile. Nice. Okay, von hier aus fliegen wir dann zu der Brücke da, weil wir da ja diesen Krog vergessen haben. Ab geht's. Ja, ich weiß, dass da der Schrein ist. Bin doch nicht so dumm, Alter. Was denkt sich denn das Spiel? Oh, jetzt habe ich's verscheucht. Aber da ist eine neue Pflanze, wie ich das sehe. Nice. Das wird schon einfach... grüne Augen gehabt, what the fuck. Maxi-Rübe, seltene Knolle, die aus sonnigen Wiesen wächst. Oh mein Gott, man muss die echt kochen. Das ist dann so geil, was daraus passiert. Otto-Brücke. Ja, wie ihr schon seht, hängt da so eine komische Eiche. Was das wohl bedeutet? Man weiß es nicht. Ich muss gerade wieder die Bewegungssteuerung anmachen, fällt mir auf. Damit ist es einfach cooler. Bloß für manche Krogs. Zum Schießen ist es echt... einfach nur Krebs. Ups. Einstellungen. Neigung. Perfekt. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich zu diesen Dings da gehen soll. Komm schon, Link. You can do it. Jawohl. Ich weiß es nicht. Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich weiß, was wir auf jeden Fall sollen. Den Stempel hier löschen. Hier ist auch wieder ein Apfelbaum. Oh nö. Lass mich doch einfach ein paar Leuchtteile fangen. Oh, ich hasse dich, du scheiß Oktorok. Dafür musst du sterben. Als ob ich dich nicht gesehen habe. Das ist definitiv... Natürlich ist er gleich der Nächste, ne? Okay, hier. Warum fliegen die immer so weit weg? Naja. Jetzt wird sich erstmal, ich schätze mal, auf diesen Baum hier
Der Krog gegönnt, was der größte ist. Nein, das ist der nicht. Ah, dann der da. Ja, Krog-Sensor. Was? Nein. Dings-Sensor. Ich weiß, dass hier ein Schrein ist. Musst du mir nicht sagen. Mann, jetzt müssen wir hier auf jeden Baum gucken. Willst du mich verarschen? Noch eine Maxi-Rübe. Nice. Die sind echt praktisch. Wenn man die kocht, dann hat man, glaube ich, alle Herzen wieder. Plus Bonusherzen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber hier kann es eigentlich gar nicht sein, ne? Hier gibt es nur eine Vogelnuss für uns. Okay. Dann töten wir jetzt erstmal diesen scheiß Octo-Dings. Hier war der nicht. Da war der. Junge, diese ganzen Octo-Dinger haben schon meinen... Nein, die Ballons. Ja. Die haben schon alles... Das komplette Schwert zerstört. Richtig asozial. Ah, da ist der Krog. Okay, nice. Endlich haben wir ihn. Das war fast schwerer als der andere unter der Brücke. Nice, oder? Der 40. Krog-Samen. Okay. Wow, wir haben schon fast ein Zehntel, ein Zwanzigstel fast geschafft. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich gehe da jetzt einfach mal nicht hin. Komm, Leute. Irgendwann kommen wir da schon hin. Mit besserer Ausrüstung sind Nebenquests eh viel besser. Und Stempel. Oh, wir müssen noch zu dem hier. Okay. Gehen wir einfach durch den Wald durch. Im Wald, im Dunkeln, schön durch den Wald. Um 12 Uhr. Jedermanns Traum, würde ich sagen. Wo führt das hin? Okay, schade. Ich habe gedacht, wenn wir so dem Weg folgen, dann kommen wir vielleicht dahin. Und Wild kriegen wir jetzt eigentlich immer ganz gut. Was hat der jetzt gesehen? Ja, der hat ja absolut nichts geblickt. Oh mein Gott, 4 Octoring-Tentakel, nice. Hoffentlich sehen wir jetzt hier nicht mehr so viele. Die kotzen mich langsam echt an. Hier sind aber auch 100.000 in diesem Wald, in diesem kleinen. Oh, da gibt es wieder was zum Rauchen. Ja, Mann. Hyrule Grass. Okay. Oh, da oben gibt es wieder für uns ein paar Eier, oder? Ja. Nice. Oh mein Gott. Hier kann man ja so gut Sachen farmen. Ich wusste es gar nicht. Absolut nicht. Okay, was muss... Ah, wieder Easy Croc. Ja, perfekt. Ja, mich hast du auch gefunden. Dankeschön. Der 41. Gut, dann gehen wir jetzt noch auf diese Insel. Und natürlich hier hin. Und am Schluss noch dahin, falls wir es schaffen. Gut. Dann nächste Folge können wir endlich hier weitergehen. Okay, nice. Oder ich weiß nicht. Ja, wir schauen einfach mal. Aber jetzt müssen wir erstmal zu Gelb. Okay. Stacheldings. Zerbricht gleich. Oh mein Gott, sind wir so schnell, sind wir so schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, willst du mich verarschen? Komm, Link, Link, Link. Natürlich. Es löst sich genau vor unseren Augen auf. Willst du mich verarschen? Oh, neue Gegner, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir die schon gesehen haben. Okay, ja, wir haben sie schon gesehen. Aha, wir haben nicht mehr so viele Waffen. Mies, mies, mies. Da, wo ist der Schrein? Jetzt muss es echt... Oh, da ist ein Reiter. Was macht denn der hier? Hallöle, wie geht's denn so? Wir klettert im Regen, ist dumm. Nicht verwegen. Ein weiteres hylianisches Sprichwort, das voll ins Schwarze trifft. Regen macht Felswände schlürfig und unpassierbar. Glaub mir, an Regentagen bist du am Flachland besser aufgehoben. Mehr willst du uns nicht sagen? Nein. Okay, ich glaub's dir mal. Gehen wir mal auf die Brücke hier. Und der führt uns sogar zu dem... Oh, nee, ich gehe nicht dorthin.
Ups. Ja, was freust du dich? Hast du jemanden K.O. geschlagen? Ey, so asozial. Kein Problem. Ich helfe dir immer wieder gern. Kann ich mit dir reden? Vielleicht hättest du mir helfen können, statt nur zu gaffen. Willst du mich verarschen? Gut, Leute. Ich helfe Leuten nie wieder. Außer in Nebenquests. Gut, die rennt wahrscheinlich zum Stall. Aber wir gehen erstmal in diesen Schrein. Dann sehen wir doch noch einen, diese Folge. Das gefällt mir. Ach, der ist auf diesem... auf dieser... Perfekt. Da wollte ich jetzt sowieso hingehen. Aber ich denke mal, wir haben nicht so viele Ausdauerbalken. Deswegen gehen wir da jetzt so hin. Und ich hoffe, es ist nicht der... Oh, es ist der. Okay. Es ist der Schrein, wo ich befürchtet habe. Und zwar müssen wir da durch das Labyrinth von Blumen, ohne die Blumen zu zerstören, weil sich sonst die Frau da aufregt. Blumensandbank. Genau, diese Frau regt sich sonst übelst darüber auf. Sie blühen so hübsch. Sieh nur. Wunderschön, oder? Ich habe rund um den Schrein Blumen gepflanzt. Du kannst sie gerne aus in die Nähe sehen. Sei bloß vorsichtig, dass du nicht drauf trittst. Nicht betreten. Eine Schreinaufgabe. Die erste, wenn ich mich nicht täusche. Aber die geht ja noch. Ich habe zuerst gedacht, das ist die, wo Stacheln umrum sind. Aber nein. Der Schrein kommt noch. Mann. Oh wow, wir haben, als ob wir first try den... Oh mein Gott, nennt mich Gott. Oh, das ist ja richtig unfair. Seht ihr, da ist eine Blume. Oh, wir haben es. Hirohira-Schrein. Dann machen wir den doch. Und der Schrein geht auf. Ja, danke. Bitte nicht betreten. Geschafft. War auch nicht gerade schwer. Wow, wir haben schon 200 Rubine. Aber das wird auch sehr nötig in den nächsten Parts. Und zwar, wenn wir endlich in Kakariko eintreffen, wird es sehr wichtig sein. Einerseits für eine bestimmte Ausrüstung und andererseits für etwas Großes. Sehr Großes. Mehr sage ich dazu mal nicht. Okay, jetzt der zweite Schrein außerhalb des Plateaus. Folge dem Strom. Hirohira-Schrein. Achso. Aber kann man hier nicht einfach... Ja, eben. Naja, ich mach's mal jetzt, wie man's machen soll. Außer, ich hoffe mal, dass wir keine Truhe verpassen. Ah, da ist eine. Ja, aber man, das geht ja echt so viel einfacher. Und das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Eispfeile. Müssen wir weiter auf Kisten achten? Jupp. Wieder mal ganz schwer. Oh. Dann... Moment. Bitte komm auf Ehre. Nein. Dann erstmal dieses Modul hier auspacken und nochmal im Wasser genauer suchen. Ja, Schwimmlink. Ich weiß nicht mal, ob wir die berühren dürfen oder nicht. Aber ich habe mir das eigentlich schon fast gedacht, dass es hier im Wasser eine geben wird, oder? Hä? Ah ja. Easy. Hätte ich bloß genauer geguckt, hätte ich gleich first try. Alle Kisten. Ein Opal, nice. Hat sich doch gelohnt. Jetzt, ja, jetzt haben wir es. Gut, dann schließen wir diesen Schrein ab. Hallo, schön dich zu sehen. Was hast du in der... Leute, der hat einfach so einen Ring in der Hand. Wie cool. Piu.
Ja, wie gesagt, danke für das Zeichen der Bewährung, aber dich skippe ich leider. Als nächstes werde ich wahrscheinlich auch Ausdauer machen, weil Herzen brauchen wir ja gescheit. Wie gesagt, denke ich mal erst im ersten Dungeon. Ich weiß, dass wir schon ein paar Mal gestorben sind, aber ich denke mal, das reicht trotzdem aus, wenn man es im Nachhinein erst später macht. Okay. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt in die Pflanzen laufen? Hast du uns dann trotzdem? Ich würde sagen, den Krog gönnen wir uns auf jeden Fall noch bei der Brücke. Ist es die Brücke? Nope, falsche Richtung. Ja. Du darfst den Blumen nichts tun. Genau. Ja, egal, wir haben die. Das können wir euch noch kurz zeigen. Da. Geschafft. Ah. Da, auf diese Brücke gehen wir doch noch. Ich hatte einfach so eine Blume zum. Ah, nee, das ist wieder so eine Maxi-irgendwas. Und hier müssen wir uns jetzt so einen Weg drüber bauen, weil ich habe nicht so viel Ausdauer. Das war mal mega unnötig, aber naja. Okay, und noch eins. Ich will es von der Seite machen, warum auch immer. Ehrenlos. Nein. Nein. Boah, wären wir jetzt ins Wasser, ne? Wir wären zwar nicht gestorben, aber Junge, Junge, Junge. Kriegst du jetzt sowas von wieder? Du. Ah, es ist sogar gestorben. Okay, Kill gegen Kill nehme ich gerne. Und schauen wir jetzt noch, wo sich hier dieser Krog versteckt. Oh. Ich weiß schon wo. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich weiß auf jeden Fall wo. Aquila-Brücke. Und da gibt es wieder was zum Hochklettern, okay. Und zwar hier unten wahrscheinlich. Ja. Auf diesem Stein. Oh je. Mich hast du auch? Wow. Ja, das war jetzt wieder mal nicht das schwerste Versteck. Und den müssen wir erstmal töten. Oh fuck. Okay, weiter geht's. Nein, Items. Passen sogar. Ich glaube, den einen kacke ich jetzt einfach mal. Oh mein Gott, da ist wieder ein. Die sind aber mies versteckt. Also so richtig, schaut euch das mal an. Aber man braucht ja auch sehr viele von diesen. Deswegen werden die auch eigentlich überall fast so wie Crocs hingeklatscht. Okay, die grüne Markierung können wir eigentlich löschen. Wie wäre es, wenn wir jetzt noch dahin? Und dann können wir hier unseren Weg. Na, da waren wir eigentlich schon. Ja, passt. Wenn wir da am See entlang laufen. Und den löschen wir noch. Perfekt. Ich frage mich ja, was da unten ist am. Das ist einfach nur Steine. Es sieht halt keine Ahnung nach was aus. Gibt es hier irgendwas? Moment. Nein. Stop. Da vorne sieht mehr aus als nur ein. Als ein Frosch oder so eigentlich. Aber ich denke, ich vertraue dem einfach mal, dass es nur ein Frosch ist. Und da können wir hochklettern. Werden wir auch demnächst machen. Aber jetzt erstmal hier die Kiste. Ein Opal. Wieder mal. Oh mein Gott, wir kriegen echt sehr viel Geld, glaube ich. Ich meine. Ups. Nein. 18 Bernstein und 11 Opal. Ist, denke ich mal, ziemlich viel wert für den Anfang. Habe ich das nicht gefangen? Naja, erstmal hier nach oben. Ich hoffe mal, hier gibt es eine Kiste für uns. Und da oben ist ein Schrein. Ja, das wusste ich aber eh schon. Und hier gehen wir auf jeden Fall auf die Berge hoch. Was ist denn da? Ah, ich weiß schon, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Exalfos. Hm. Oh mein Gott. Leute. So können wir doch noch den Krog
uns holen. Und zwar... Wait, please. Erstes Pferd. Mit Ansage. Oh, wir müssen es nicht mal erzählen. Oh, es hat sogar Dreier. Okay, nice. Hätte ich gar nicht erwartet. Alles ist gut. Du bist nicht mehr bei den Monstern. Ah. Ja, was geht mit ihm ab? Down. Okay, dann holen wir jetzt nur noch diesen Krog. Und während wir hier rum... Was? Was geht mit ihm ab? Wenn wir uns diesen Krog holen, wollte ich sagen. Würde ich sagen, war doch ein schöner Erkundungspart mal wieder, ne? Und ich würde sagen, oh... Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ein Like. Hat's geklappt? Nein. Also auf jeden Fall eine gute Bewertung, hoffe ich mal. Also wenn es dir natürlich nur gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Empfehlt mich gerne weiter. Und danke für diesen Krog. Dieser Krog ist ein schöner Abschluss. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin und tschüss.